Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Obscuridas. Ich habe es geschafft, die Auflösung hochzukriegen. Ich muss meinen ganzen Bildschirm auf eine höhere Auflösung stellen. Ja, ich spiele halt am Fernsehbildschirm, da habe ich die Auflösung immer ein bisschen niedriger. Und ich habe es noch ein bisschen dunkler gemacht, wie ihr vielleicht seht. Das heißt, die Taschenlampe lohnt sich jetzt richtig. Und wir sind im nächsten Kapitel. Ist das eine Lampe mit Hut? Wie süß. Ich sollte vielleicht anfangen, Batterie zu sparen. Check. Ah, jetzt ist das mit den Schatten natürlich umso ekliger und ich werde wahrscheinlich noch langsamer entlang kriechen, als ich das derzeit eh schon mache. Ich will auch nicht hier im Dunkeln überfallen werden. Nee, ich wollte. Genau. Geht der hier? Ja, komplett kein Strom auf der Etage. Was klingelt hier ein Telefon? Warum? Ich wusste doch, da wird später im Verlauf des Spiels noch eins klingeln. Aber erstmal hier ein bisschen Licht in die Sache. Ist ja praktisch, dass hier überall noch Leuchter rumhängen. Ah, das ist mein Schatten, oder? Ne, da ist ein Schatten an der Wand. Das bin nicht ich. Seht ihr das? Da so. Boah, es ist eklig. Das ist echt gruselig. Von was spiegelt denn das wieder? Das bin nicht ich. Das bin definitiv nicht ich. Okay, geh weg, Schatten. Aber vielleicht sollte ich ihn besser im Auge behalten, ne? Okay. Ah, es fängt an spannend zu werden. Langsam. Okay, hier ist eine Sackgasse. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht da, wo ich den Schatten gesehen habe, irgendwas. Gibt's aber nichts. Ja, kann ich damit irgendwas machen? Bei dem T. War hier vorne eine Tür? Hier war vorhin keine Tür, da bin ich mir sicher. Wieder so eine eklige Uhr. Gibt's hier wenigstens mal Licht? Ich meine, sind Taschenlampen Kram sparen. Meine Reise nach Indien war erfolgreich. Ich konnte eine der letzten fehlenden Komponenten erstehen. Jetzt fehlen mir nur noch die letzten zwei Bausteine. Ich fände es eigentlich cooler, wenn das die Stimme von einem Großonkel wäre und nicht Sarah, die es vorliest. Ich habe gerade eine Stimme gehört. Schlüssel. Und da haben wir wieder eine Puppe. Das ist die gleiche wie unten. Okay. Wieder so eine Doppeltür. War das früher so üblich? Eisiger Lufthauch. Okay, hier geht's aber auch nicht weiter, ne? Es sei denn, wir finden hier noch irgendwas raus. Kann ich mir das angucken? Nee. Kerzen. Oh, hier habe ich keine. Doch, ich habe noch. Streichhölzer. Na, ich würde die gerne auch anmachen. Okay, der zeigt einen Schatten irgendwie hier nach oben. Ob das eine Bedeutung hat?
Sieht schon aus wie so ein Fingerzeig, oder? Wahrscheinlich ist es nur aufgrund des Schattens so. Wirklich was machen? Kann ich hier nicht außer Angst haben. Oh. Okay. Ein Klumpen. Müssen wir wahrscheinlich dann irgendwo anders hinlegen. Frage ist halt nur wo, ne? Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nee. Ja, dann gehen wir mal zurück. Okay. Hier ist auch einer. Wahrscheinlich wieder einfach vertauschen irgendwie. Oder fehlt hier einer? Nee. Oh. Ah, dieses blöde Telefon. Hier ist auch eine. Was hast denn du in der Hand? Auch so ein Ding. Und die Tür war vorhin auch nicht da. Das wird jetzt langsam mysteriös. Ah, okay, das habe ich, glaube ich, im Trailer gesehen. Gibt es hier keinen Lichtschalter? Ganz echt? Was ein Murks. Okay. Okay, drücke eben den. Okay, ich kann ihn drehen. Passiert was, wenn ich ihn drehe? Nicht so wirklich, ne? Vielleicht muss ich ihn. Ja, jetzt legen sie die Puppen überall hin. Wahrscheinlich, weil ich sie zu oft angeguckt habe. Ich muss sie jetzt ignorieren. Okay. Die Frage, wo ich denn hindrehen muss. Okay, noch weiter nach rechts geht er nicht. Ich fürchte, ich muss erst aus allen Räumen irgendwie Kristalle hier holen, oder? Kann ich da auch wieder? Kann ich da welche reinlegen? Okay, ich kann hier überall welche reinlegen. Brauche ich. Kann ich hier welche nehmen? Nee. Hier, den kann ich aber nehmen, ne? Okay. Vielleicht, ich muss da wahrscheinlich irgendwie so eine Reflexion erzeugen, um hier diese Tür aufmachen zu können. Und das Ganze gleich mit ein bisschen Pech ohne Licht. Okay. Da hätten wir auch noch ein. Ist das jetzt Try and Error oder kann ich hier wirklich irgendwie. Okay, also der sorgt nicht dafür, dass ich irgendwie da hochkomme. Kann ich die austauschen? Okay. Der macht jetzt ganz punktuelles Licht, ne? Okay, wenn es genau ein Strahl ist und dann weitergeht, dann ist es der richtige Kristall. Verstehe. So, du lebst nicht. So, ne? Das heißt, der hier ist auf jeden Fall falsch. Und das muss vielleicht der hier sein. Okay. Aber hübsch sieht's aus in dieser eintönigen Welt. Okay, das heißt, es muss hier noch irgendwo einen anderen geben. Entweder einen, den ich hier übersehen habe, oder einen, der in den anderen Räumen noch ist.
ne? Wenigstens gibt es jetzt mittlerweile genug Licht hier. So, mal, den habe ich jetzt. Den hier habe ich einfach abgelegt, ne? Der passt da nicht dran. Nee. Legen wir den mal wieder ab. Aber hier gab es keinen mehr. Hier gab es keinen mehr. Und die an der Tür sind ja irgendwie fest, ne? Wenn ich das so richtig sehe. Bam. Das Haus knarzt einfach nur. Jetzt gucken wir mal, ob es vielleicht erstmal Batteriewechsel. Ob es vielleicht hier noch einen gibt, den ich mitnehmen kann. Ja. Kann ich die jetzt alle mitnehmen? Na, das wird Arbeit. Chuck. Okay, jetzt gucken wir erstmal, ob wir den hier anbringen können. Die Puppe ist weg. Die saß vorne da drüben noch. Scheißteil. Okay. Okay, das nützt mir nichts. Heißt, wir legen das erstmal ab. Bewegst du dich auch, während ich da bin? Nee. Hat das Spiel schon gemerkt, dass ich vor den Dingern Angst habe? Und dieses blöde Telefon, ey. Wenn das nochmal läutet, ich knall's ab. Ich würde es kaputt machen, wenn ich das Spiel spielen würde. Die Puppe bleibt wenigstens gleich. Dass ich nicht zwei Kristalle mitnehmen kann, ey. Ich habe doch zwei Hände. Dahin würde ich das genauso machen. Jetzt klingelt es gleich wieder. Achtung. Nicht. Aber die Puppe sitzt woanders. Wetten? Sie sitzt. Ja, sie ist nach da hinten gerutscht. Okay, jetzt wird es vorhersehbar. Na? Aber bewegen tust du dich immer noch nicht. Vielleicht, wenn ich noch dreimal reinkomme. So. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Schlecht. So. Aber die passen doch alle. Da kann ich jetzt auch nichts mehr machen dran, ne? Okay, dann gibt es für den vielleicht echt... Ah, ich kann den... Ach, natürlich, ich kann den erdrehen. Jetzt bin ich ganz durcheinander. So, Moment. Okay. Wo zeigst du hin? Geht das noch weiter? Geht nicht weiter nach rechts. Okay, da hinten sind aber... Hä? Du müsstest aber doch jetzt irgendwo hinzeigen, wo ich einen Kristall absetzen kann. Dann setzen wir hier noch einen hin. Na, ich kann den nicht noch weiter drehen. Da ist ja überall nichts. Okay. Vielleicht ist es doch noch nicht der richtige. Dann müssen wir noch mal weiter. Da gab es ja noch zwei, drei und Telefon klingelt. Nein. Jetzt klingelt es natürlich fünfmal nicht. So lange, bis ich mich daran gewöhnt habe, dass es nicht klingelt. Jetzt nehmen wir mal den hier noch. Ja, diese Gestalt ist mega eklig nach wie vor. Okay, wo sitzt die Puppe jetzt? Wieder nah dran. Du erschreckst mich nicht mehr, Kleine. So. Ha.
Okay. Ne, der macht genau die gleiche Drehung mit wie der andere. Das heißt, wir gehen jetzt doch noch mal ganz nach hinten. Ne, du zeigst mir auch nichts, der Punkt, ne? Ich glaube schon, dass ich das da irgendwie reinkriegen muss. Huch. Das war jetzt aber mal ein lautes Geräusch. Und Telefon klingeln? Nicht mehr. Dass die Puppe da hocken bleibt, wundert mich, wenn sie die andere verschieben. So. Es gab. Okay, es gibt keine mehr. Das heißt, es muss irgendeine andere Lösung sein. Ich habe jetzt alle tatsächlich, ne, alle verfügbaren. Hier ist es weg. Hier mal wieder Batterie aufladen. Ne, hier gibt es keine mehr. Nee. Aha, jetzt wieder. Zufallsmäßig gesteuert das Ding. Okay. Das heißt, es. Jetzt sitzt du da hinten. Es muss hier irgendeiner. Die flackert auch, kann das sein? Ja, nur wenn ich hin und her gehe. Moment mal, die Fliege? Da war gerade eine Fliege, die war vorher nicht da. Und die Fliege war im Spiel. Die war nicht außerhalb. Ich habe noch eine Schüssel. Die Türe wird scheinbar durch diesen Mechanismus darüber blockiert. Okay. Das heißt, es muss doch irgendwie anders gehen. Aber ich kann die hier, kann ich nicht mehr verrucken, ne? Den kann ich noch verrucken. Aber den hier kann ich nicht mehr. Ne, den hier, den kann ich nicht verrucken. Aber es muss doch eigentlich so einer sein, der irgendwie einzeln ist, oder? So. Das ist doch garantiert nicht. Das kann nur so irgendwie sein. Ah, jetzt so einen bunten. Okay. Es hat geklungen, das heißt, ich bin hier auch richtig, oder? Nee, noch nicht. Sie muss irgendwie. Genau, ich habe jetzt einen Lichtstrahl. Da reingetroffen, so. Ne? Hier rein. Das heißt, jetzt muss ich auch noch irgendwie mit dem hier zum Beispiel weiterarbeiten. Okay. Der trifft nicht dahin. Trifft er auf irgendwas anderes? Oder nützt er mir gar nichts? Doch, jetzt trifft er da rein. Ja, vielleicht muss nicht der rote da rein, sondern der gelbe. Das ist eine echte Friemelarbeit hier. Okay, also der gelbe ist schon mal falsch, ne? Aber der rote.
Boah, das ist kompliziert. Aber ich habe ja hier ein Kristall auch noch gar nicht verwendet. Ne, ich habe sogar noch zwei noch gar nicht verwendet. Kann ich mal den zweiten hier ablegen? Wobei, sind das jetzt hier die gleichen? Ne, das sind auch andere. Okay. Das ist so ein gebündelter, ne? Kann ich damit das Ding nicht nochmal rückreflektieren? Okay, es geht gar nicht um die an der Tür, sondern es geht um die da oben. Okay, und jetzt muss ich irgendwie den blauen nochmal zurückkriegen. Hier. Moment, den hier verwende ich noch gar nicht. So. So, und jetzt müsste ich aber eigentlich, behalten wir dich mal im Auge. Okay, das geht jetzt irgendwie ins Leere. In das Bild. Mir fehlen aber auch die Kristalle. Okay, das ist schlecht. Das heißt, ich muss das Rote. Kriege ich das Rote vielleicht irgendwie anders dahin? Und jetzt scheint das Rote aber direkt dahin, oder? Nee, das Rote. Ah, also Moment, das Rote kommt von da, geht dahin. Und dann scheint es dorthin. Ach ja, und dann reflektiere ich das da hinten hin. Was ist denn mit den Dingern hier? Die kann ich nicht nehmen, ne? Und aus denen reflektiert das Rote vielleicht. Oh, das ist echt schwer. Das heißt, ich muss da hinten alles hinkriegen. Das heißt, ich kann aber auch am Anfang das hier mit dem, das hier dahin versuchen. Und dann muss ich das aber so kriegen, dass. Okay, bei dem hier, der strahlt nicht automatisch alle an. Ne, und das hier. Was kann der denn anstrahlen? Gucken wir mal. Der kann das hier oben anstrahlen. Kann der noch irgendwas anderes anstrahlen? Nee. Das heißt, ich war hier schon richtig. Und an der Stelle passiert nichts weiter. Also muss das hier sein. Jetzt ist die Frage, ob das mit dem Gelb hier sein muss. Wahrscheinlich auch. Weil wir ja hierüber am meisten Kram haben. So, ich kann hier jetzt aber an der Stelle nur den hier noch ändern. Und der ist aber super mies, weil der mich. Oder bringt der mich da hinten noch irgendwie? Der bringt mich überhaupt nicht weiter. Okay, das ist wirklich nicht easy. Das heißt, an der Stelle muss irgendein anderer Kristall her. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch einen bunten. Noch so ein. Okay. Okay, der macht so zwei sogar. Okay, der strahlt hier hinten hin, oder? Sehe ich das richtig? Aber den brauche ich ja eigentlich fürs Rote. Gut, vielleicht geht das mit dem Roten irgendwie anders. Oh, ich habe ja noch einen. Ich habe ja noch einen. So. Ablegen. Tschim. So, und jetzt, wie war der Rote? Ha, ich hab's gleich. Perfekt. Noch den Roten richtig drehen.
nur noch den roten richtig drehen. Moment, der war doch hier, genau. Und dann muss ich den hier jetzt noch einstellen und dann habe ich es geschafft. Und dann kommt das Monster. So, perfekt. Okay, Batterie nehmen wir noch mit. Und es geht weiter durch diese Tür. Wir sind noch nicht fertig mit dieser Gegend hier. Sarah. Ich höre Stimmen. Und ich sehe schon wieder Schatten. Die hält aber doch was in der Hand hier. Eine Puppe. Ja, wie könnte es auch anders sein? So, und wieder eine Uhr. So, Kerzen kann ich anzünden. Und wieder ein Telefon. Ich kann hier nicht rangehen. Okay. Hier sehe ich aber auch per se gerade nichts, was ich weitermachen kann. Das ist schon wieder eine Fliege auf der Linse, ne? Die Fliegen sind schon so ein bisschen ekelig. So. Ja, dann müssen wir mal dorthin, wo die Puppe ist. Und der Schatten löst sich auf. Und ich glaube, dann geht es da vorne weiter in die nächste Area. Aber es kommt bestimmt wieder irgendwas Gruseliges noch vorm Ende. Nein. Und wir haben es geschafft. Für diese Folge. Tatam. Es ist echt, es ist schon spannend irgendwie, auch wenn gerade nichts passiert. Und das mit den Schatten, es ist einfach, aber eigentlich genial, um mir Angst zu machen. Gut, wahrscheinlich habe ich es auch schon oft genug angeguckt, dass jetzt die Schatten ständig wiederkommen. Ja, ich wünsche euch wie immer, Gewitter ist jetzt draußen, total. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, lasst euch nicht erschrecken und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!